Bei ThyssenKrupp Steel in Duisburg drohen ungeplante Mehrkosten beim Bau der Direktreduktionsanlage. Vorstandschef Miguel López äußerte sich in der FAZ, dass es Abweichungen geben könnte, die jetzt analysiert werden. Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm machte zuvor die Risiken ungeplanter Mehrkosten publik. Die Bauarbeiten befinden sich noch in einem frühen Stadium. Möglicherweise muss beim Bau nachgebessert werden, speziell beim Lärmschutz. Das Projekt soll Duisburg eine klimaneutrale Zukunft sichern und wird von Bund und Land mit 2 Milliarden Euro gefördert. Die Gewalt an Schulen in Deutschland hat erneut zugenommen, mit über 27.000 Gewaltdelikten im letzten Jahr. Ein Anstieg um 27%. Die meisten Vorfälle gab es in Nordrhein-Westfalen, mit 4.808 registrierten Taten. Die Kindernothilfe reagiert darauf mit ihrer internationalen Jugendkonferenz im Oktober zum Thema Gewalt und Versöhnung. Die Konferenz findet vom 4. bis 6. Oktober 2024 in Duisburg statt, mit Workshops und Berichten von Jugendlichen aus Südafrika und Sri Lanka. Die Kindernothilfe bietet auch Schulungsprogramme für Lehrkräfte zum Thema Kinderschutz und Kinderrechte an. Der Lärmaktionsplan der Stadt Duisburg wird vom BUND stark kritisiert, weil er aus Sicht des Umweltverbandes viele Mängel enthält. Der BUND bemängelt, dass viele Textpassagen unverändert aus den Plänen von 2018 und 2020 übernommen wurden. Kerstin Ziesler vom BUND Duisburg kritisiert, dass der Plan unzureichende Schutzmaßnahmen gegen Lärm bietet und konkrete Aktionen fehlen. Die Offenlage des Plans fand mitten in den Sommerferien statt, was den BUND erzürnte. Der BUND fordert eine grundlegende Überarbeitung des Lärmaktionsplans und konkrete Handlungen zum Schutz der Bürger vor Lärm. Die Stadt Duisburg wird wieder das Konzept zur Warnung und Information der Bevölkerung im Gefahrenfall überprüfen. Dies erfolgt mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems um 11 Uhr. Der Probealarm findet wieder innerhalb eines bundesweiten Warntags statt. Dabei werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche Warnmittel erprobt und die in den Kommunen vorhandenen Warnkonzepte getestet. Ziel ist es, die Bevölkerung für das Thema Warnung zu sensibilisieren und Informationen für richtiges Handeln im Ernstfall zu vermitteln. Das Kinofest geht in die nächste Runde, am 7. und 8. September in ganz Deutschland und im Filmforum Duisburg. An einem Wochenende können Filme im Kino für nur 5 Euro pro Vorstellung erlebt werden. Das Filmforum Duisburg bietet ab 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr eine bunte Mischung an Filmen an. Gezeigt werden der französische Sommerhit »Was ist schon normal?« und die Komödie »Alles 50-50« mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonke. Zudem gibt es Previews des Künstler-Biopics »Münter und Kandinsky« und des Widerstandsdramas »Alles Liebe, eure Hilde«. Die Targobank-Filialen in Duisburg haben im ersten Halbjahr 2024 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Konsumentenkredite in Höhe von 189,5 Millionen Euro wurden bis zum 30. Juni vergeben. Die Nachfrage nach Geldanlageprodukten war ebenfalls hoch, mit 120,6 Millionen in Tagesgeldern, ein Plus von 19%. Trotz der Digitalisierung bleibt persönliche Beratung vor Ort sehr gefragt und die Targobank investiert weiterhin in ihr Filialnetz. Allein für dieses Jahr sind insgesamt rund 20 weitere Modernisierungen, Verlegungen oder Neueröffnungen geplant oder bereits umgesetzt. Am Freitag beteiligt sich Duisburg an der Earth Night, um gegen Lichtverschmutzung vorzugehen. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind aufgerufen, ab 22 Uhr für mindestens eine Stunde die Außenbeleuchtung abzuschalten. Das Rathaus sowie der Kühlturm und die Fernwärmespeicher des Heizkraftwerks in Warnheim bleiben dunkel. Das Verwaltungsgebäude der Wirtschaftsbetriebe und Tiger & Turtle werden ebenfalls nicht beleuchtet. Die Earth Night ist eine weltweite Initiative gegen übermäßige künstliche Beleuchtung.